Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal eine Kurzvorstellung eines Messers der französischen Marke Baladio. Eine interessante Marke, gehört zum Unternehmen Coriolis Sass, genauso wie die Marken Dichoux und Aquinot. Ich verlinke euch das mal in der Videobeschreibung. Ja, hier seht ihr es, das ist das Baladio Oxford in einer simplen, aber durchaus ansprechenden Verpackung. Da kann sich manch größerer Hersteller durchaus eine Scheibe abschneiden. Hier sieht man das Messer. Und es erinnert gleich an ein ganz bestimmtes Messer. Dazu möchte ich mal die Internetseite von Baladio zitieren. Dieser Klassiker der Messerwelt wurde von Baladio neu interpretiert. Zitat Ende. Der Bezug auf das Otter Mercato wird hier gekonnt gelöst und es ist eine Interpretation, also kein Klon. Die meisten Klappmesser bestehen aus einer Klinge, einem Griffkörper und einer Klingenachse. Ist nun mal so. Solange es keine direkte Kopie eines Messers ist, sehe ich da auch kein Problem. Bei den ganzen Messern mit den G10-Griffschalen sagt auch kein Mensch was. Also halten wir fest, im Aufbau durchaus vergleichbar mit einem Otter Mercator. Das ist hier die Slipshot-Variante. Aber auch mit einem Duk-Duk. Oder eben mit dem Atlas Black von Böker Plus. Wie gesagt, es handelt sich hier um den Aufbau. Ich finde, das Design ist schon sehr eigenständig und mir gefällt es wirklich gut. Ja, das ist halt auch hier der gefaltete Griff aus Edelstahl, 96 mm lang und gerade mal 5,3 mm breit. Das ist schon sehr, sehr schlank. Das Ganze in einem sehr geschwungenen Design mit einer leicht geriffelten Oberfläche, tolle Haptik. Das sind so ganz kleine Punkte, das hat man am Anfang in den Detailaufnahmen gesehen und die sind auch spürbar. Es liegt erstaunlich gut in der Hand. Das Messer ist nur für leichte Schneidaufgaben gemacht und dafür reicht dieser Griff. Hinten haben wir eine rote Lanyard-Öse, gelungener Farbakzent und diese Öse ist vernietet und die gleiche Niete ist auch für den Slipjoint bzw. für die Feder zuständig. Viel simpler geht's nicht. Tja, da hat man dann auch eine sehr aufgeräumte Optik. Da ist wirklich nur die Niete und die Achsverschraubung. Übrigens, die Achsverschraubung ist kein Torx, sondern Innensechskant. Mittlerweile ungewöhnlich, aber warum nicht? Eine Klinge in einer ganz normalen Form. Ja, gerade mal 2,4 mm Klingenbreite, aber sehr stabil ausgeführt, bis vorne fast. Erinnert schon fast so ein bisschen an ein Scandi-Messer teilweise. Klinglänge sind hier 70 mm und effektiv sind es immer noch 66 mm. Stahl ist der rostträge IC 420. Sehr gewöhnlich, aber keinesfalls schlecht. Wir bewegen uns hier bei dem Messer in einem Preissegment von ungefähr 13 bis 15 Euro und dann finde ich das auch in Ordnung. Eigentlich ist das hier ein Hohlschliff, aber der ist schon so nah dran an einem Flachschliff. Also da habe ich mich dann wirklich gefragt, warum nicht gleich ein Flachschliff. Naja, dann haben wir hier einen relativ undefinierten Halbstopp. Ich glaube, das ist eigentlich gar kein Halbstopp. Das ist eher ein Zufallsprodukt, aber gut. Von Walk and Talk bzw. Walk and Talk möchte ich hier eigentlich nicht reden. Das ist eigentlich eher Walk and Schnapp. Also das Ding hat eine relativ hohe Spannung, kriegt man nicht so leicht raus und es schnappt zu, aber es beschädigt nicht die Klinge. Das passt, kann man nicht sagen. Kurz zum Gesamtgewicht. Das sind gerade mal 46 Gramm, das heißt gefühlt nichts und leichter als hier ein Real Steel Luna.
auch eine Ansage. Im Kombi mit dem schlanken Aufbau ist das wirklich ideal für die Hosentasche. Also schönes Messer. Bis jetzt war fast alles gut, jetzt kommt aber die Kritik. Also dieser Anschliff, der ist ordentlich ausgeführt und das Messer hat auch eine gute Grundschärfe. So ist es nicht. Aber ich habe hier 0,7, 0,8 mm hinter der Schneidphase gemessen und ich finde, das geht gar nicht. Beim Mercator komme ich auf 0,4 und das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Man merkt das auch beim Schneiden. Ja. Dann gibt es auf der Klinge ganz leichte Verarbeitungsmängel. Also da fehlt so das letzte Finish. Da sind immer so ganz leichte Schleifspuren. Wahrscheinlich vom Produktionsprozess, ja, schade. Und leider scheint diese Achsschraube verklebt zu sein. Also man kann das Messer zwar zerlegen, theoretisch, aber diese Achse dreht sich hier immer mit. Finde ich jetzt wirklich nicht so prickelnd, muss ich sagen. Also ich sag's mal so, wenn der Hersteller Valadeo es irgendwie schaffen würde, diese ganzen Mängel abzustellen, dann wäre das Valadeo Oxford eine richtige Kaufempfehlung. Also wenn man mit diesen Fehlern, die ich jetzt erwähnt habe, leben kann, dann ist das Messer vollkommen in Ordnung. Aber so, ja, es wäre schön, wenn Valadeo da noch ein bisschen nacharbeiten würde. Das war es dann auch schon. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, ganz viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.